Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 25. Juli. Heute dabei Deutsche Bahn, Snap, Amazon, Facebook, Telegram und Google. Und irgendwie ist heute die Sendung der Übernahmen, denn wir haben diverse. Und fangen wir an mit der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn hat die Online-Plattform Talixo übernommen. Talixo, das ist ein Dienst, über den man Taxis und Limousinen buchen kann, unterschiedliche Fahrzeugklassen und ähnlich wie Uber, MyTaxi, Blacklane ist das einfach ein Mobilitätsanbieter und die Deutsche Bahn gibt da jetzt ein bisschen Gas, hat ein paar Übernahmen und hat sich damit nun natürlich auch ein bisschen breiter aufgestellt. Kann, je nachdem wie sie es integriert, dann wirklich eine Haus-zu-Haus-Lösung anbieten. Ist auf jeden Fall spannend. Talixo selber ist eher jetzt nicht unbedingt der bekannteste Dienst. Das liegt aber auch größtenteils daran, dass die anderen sich regelmäßig vor Gericht streiten. Uber ist halt das besteste Beispiel. Und schauen wir mal, was die Deutsche Bahn mit Talixo so anstellt. Snap, also die Firma hinter Snapchat, die hat auch was übernommen. Und das nicht einfach mal eben so schnell, sondern eher so klammheimlich, denn die haben das Schweizer Startup Strongcodes übernommen. Strongcodes macht Tools, um Softwarecode zu, ja, nicht verschlüsseln, sondern irgendwie zu verstecken und es somit schwerer zu machen, der Konkurrenz irgendwelche Funktionen zu kopieren. Ich meine, die Konkurrenz wird eh kopieren, gerade von Snapchat. Das ja, sehen wir ja bei Facebook. Aber es ist interessant, wie die Übernahme stattgefunden hat, denn Laurent Balmely, oder ich hoffe mal, sie wird sich so ausgesprochen haben oder auch anders, oder Laurent, also ist eher ein Mann, das ist ein Engineer, der Strongcode mitgegründet hat und der hat Anfang 2017 bereits bei Snap angeheuert und mittlerweile ist das komplette 4-Mann starke Team zu Snap rübergewechselt, bleibt wohl auch weiter in der Schweiz. Und das Gesamte hat man rausgefunden anhand der LinkedIn-Profile dieser Leute. Ja, spannend. Halten wir auch ein Auge drauf, ob da noch was bei rumkommt. Und anscheinend hat jetzt Snap damit halt eine kleine Dependance in der Schweiz. Nächste Übernahme, Amazon. Die haben jetzt das Startup Graphic übernommen. Graphic ist auf Datenanalyse und Suchmaschinen spezialisiert. Das macht durchaus Sinn. Hier geht es eindeutig um die Alexa, denn Graphic hatte auch bereits 2016 für den Echo oder auch die anderen Geräte in der Alexa-App vorgestellt, mit der man Fragen stellen kann. Beispielsweise, was ist das schnellste Motorrad? Und Graphic hat dann entsprechend die Antwort bereitgestellt. Also hier geht es eindeutig darum, die Alexa ein bisschen aufzubauen und ja, auch da halten wir ein Auge drauf und gucken, was da noch so passiert. Und nächste Übernahme. Ich habe ja gesagt, die Sendung der Übernahmen. Facebook. Facebook hat die Firma Source 3, also Source 3, übernommen. Und Source 3 ist im Großen und Ganzen eine Firma, die sich mit digitalen Rechtemanagement für Inhalten beschäftigt. Und hier geht es ganz klar darum, dass Facebook anscheinend auch Erstellern von Inhalten die Möglichkeit geben möchte, diese auf Facebook zu monetarisieren. Und da kommt Source 3 jetzt ins Spiel. Die werden wohl integriert mit dem Facebook-Rechte-Manager, der bereits ähnlich wie der YouTube-Content-ID-Manager oder die Content-ID-Software einen digitalen Fingerabdruck erstellt, um so nachzuvollziehen, welche Videos beispielsweise hochgeladen werden und entsprechend so illegale Varianten auch wieder löscht oder entsprechend die Einnahmen von diesen den richtigen Inhaltserstellern zur Verfügung stellt. Auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ein gutes Thema auch und schön, dass da was passiert. So, das war es erstmal mit den Übernahmen in dieser Sendung. Gehen wir einfach mal zu ein paar Features. Denn der Messenger Telegram, der hat ein paar neue Features bekommen. Telegram ist ein Messenger, ähnlich wie WhatsApp und Konsorten, also
Parallel zu WhatsApp gibt es ja, sag ich mal, eine Handvoll von mehr oder weniger populären Messengern, die sich auf die Fahne geschrieben haben, dass sie ja sicherer sind, nicht so viele Daten hergeben, eben auch die Server nicht in Amerika haben und so weiter. Und einer der populäreren ist eben Telegram. Und Telegram hat jetzt eine Selbstzerstörungsfunktion für Nachrichten eingeführt. Also die gab es schon länger, aber jetzt bezieht sich diese auch auf Bilder und Videos. Man kann also was verschicken und angeben, dass sich das von alleine selbst zerstört. Schönes Feature, passt auf jeden Fall. Mich würde jetzt auch nicht wundern, wenn Facebook das demnächst auch mal bringt. Und ja, der eine fügt ein Feature hinzu, der andere nimmt es weg. Und der andere ist in dem Fall Google. Denn Google hat auf den Chromebooks in Chrome OS bisher ganz versteckt den Befehl OK Google untergebracht. Und wenn man den sagt, dann wird eine Google-Suche initiiert. Ganz einfach, also per Sprache. Allerdings kennen wir den Begriff natürlich auch von Google Home und Konsorten, also dem Google Assistant, dass dieser entsprechend halt wirklich den Assistent startet und dann kann man halt diverse Sachen machen, nicht nur einfach eine Google-Suche. Und das steckt wohl auch dahinter, dass die Google Chromebox jetzt zwar das Feature weggenommen bekommen, was eigentlich nur die Google-Suche gestartet hat, und somit auch der Weg frei ist, dass der Google Assistant, der ja auch hinter Google Home steht, dann entsprechend auch auf die Google Chromebooks kann. Also komplex beschrieben, wahrscheinlich einfach gesagt, steht uns einfach demnächst beim Google, bei den Google Chromebooks besser gesagt, dementsprechend da auch der Google Assistant ins Haus. Und damit hätten wir auch schon die heutige Folge. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in den Tag. Freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Lust habt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns entsprechend bewertet und kommentiert auf iTunes. Da, ja, da ist es am besten, aber hinterlasst uns auch Kommentare direkt unter den Shownotes hier oder auf Twitter. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Austausch mit euch und ich bin jedenfalls morgen wieder da und werde euch dann ein paar neue News präsentieren. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.